Wenn das ATV eine längere Zeit unbenutzt gestanden ist oder ohne Motorunterstützung elektrische Verbraucher an der Batterie gezogen haben, reicht die Restspannung im Startakku oft nicht aus, um das Quad zu starten. Schnell und einfach helfen hier Jumpstarter. Absa bietet hier verschiedene Modelle an. Für Fahrzeuge mit 12 und 24 Volt Bordelektrik eignet sich das Modell PJS1000 mit 22.000 mAh. Ausschließlich für 12 Volt Fahrzeuge gibt's mit dem Modell MJS1000 3-in-1 auch ein handlicheres Gerät mit 18.000 mAh. Pluspunkt bei beiden ist, dass sie über vergleichsweise kleine Anschlussklammern verfügen, mit denen die oft filigran verbauten Pole von Quad-Batterien noch recht gut zu erreichen sind. Weiterer Vorteil bei beiden Geräten ist, dass sie mit Leuchten ausgestattet sind. Die kleinere Absa-Starthilfe verfügt sogar über eine rot blinkende Warnleuchte. Außerdem besitzen die Absa-Geräte USB-Anschlüsse, mit denen auch Handys aufgeladen und Navigationsgeräte betrieben werden können. Über eins muss man sich allerdings im Klaren sein. Die Jumpstarter erwecken das Quad zwar wieder zum Leben, mit einer Batteriepflegefunktion für einen stark entladenen Starterakku können sie allerdings nicht dienen. Hier geht nichts über einen Impulslader, der mit schonend niedriger Spannung und gezielten Spannungsspitzen bereits gebildete Sulfatierung wieder in Lösung bringt.